Das Video ist ein sehr heftiges Video und ein sehr schwieriges. Ich habe sehr lange gebraucht und diese Überwindung, dass ich so ein Video machen kann, weil das Ganze mir wirklich zu nah geht. Es gibt ein zweites Format jetzt auf diesem Kanal mit dem Namen Die Goofies. Da geht es schlicht ergreifend um mich und deshalb ist dieses Format für mich sehr, sehr wichtig. Es geht um Georg TV, es geht um die Person hinter der Kamera, das bin ich. Und wie es dieser Person geht, Drohungen, Kooperationen, die nicht stattfinden wegen meinem Content, wegen den Videos, die ich mache. Sie stehen nicht hinter mir, sie wollen mich auf dem Boden sehen. Und Abonnenten, ja, meine Abonnenten, die schlicht ergreifend bedroht werden, weil sie mir folgen und mir Support geben. Sie wollen mich mit allen Mitteln einfach auseinandernehmen. Und in dieser heutigen Episode, Teil 1, weil ich das Format sozusagen heute ins Leben gerufen habe, gehe ich auf keine dieser Personen ein, sondern rede allgemein. Aber freut euch, Freunde, die nächsten Folgen, da geht es speziell um jede einzelne Person, die mir droht, die mich auf den Boden sehen möchte und mich einfach psychisch auseinandernimmt. Ich merke mittlerweile, wie das Ganze auf die Psyche geht. Die wollen mich auseinandernehmen. Ich gehe auf alles ein. Deshalb schnacken wir nicht lange herum. Und fangen an mit dem Video. Here we go! Die Goofies. Und jetzt fragt sich der ein oder andere, wieso hast du das Format so genannt, die Goofies? Ganz einfach, Freunde. Goofy bedeutet tollpatschig. Und diese Personen, die hinter diesen ganzen Drohungen stehen, sind tollpatschig. Sind Menschen, die kein Ziel haben, die nichts im Leben haben und nur drohen können. Die einfach nur drohen können. Sie können nicht argumentieren, sie können nicht sagen, ey Georg, lass uns live gehen, lass uns ein Interview machen, lass uns reden. Nee, sie können nur drohen und jemanden psychisch einfach auseinandernehmen. Und nicht nur mir drohen, sondern meine Abonnenten. Und jetzt wird es langsam echt sehr dreckig. Ich habe zwei Abonnenten gefragt, die lasse ich jetzt auch anonym, die werde ich jetzt nicht preisgeben etc. Ist auch jetzt unwichtig, Freunde. Ich habe sie gefragt, ob ich das Ganze veröffentlichen darf, die Nachrichten oder die Aufnahme, wo sie mir sagen, dass sie selber bedroht werden, weil sie meine Videos feiern und weil sie mir Support geben. Wie heftig ist das? Sie fangen an, mir zu drohen, sie sehen, es klappt nicht, also gehen sie auf meine Abonnenten. Wie krank ist das bitte? Wie krank? Soll ich jetzt langsam realisieren, dass ich weniger Support bekomme, weil sie meine Abonnenten drohen? Was passiert? Lesen wir mal die erste Nachricht vom Abonnenten, der mir das gesendet hat. Hi Georg TV, ich folge dir jetzt schon eine Weile auf YouTube. Ich kommentiere auch gerne unter deinen Videos. Auf ein paar Kommis hatte ich auch viele Likes bekommen. Nun hat mein Fake-Account Feigling, anfangs war es immer dasselbe, geschrieben, dass ich die Nachrichten sofort löschen soll. Sonst, später waren es dann verschiedene Accounts, die mir drohten. Bevor wir weiterlesen, Freunde, wie krank ist das? Seine Kommentare haben viele Likes bekommen. Erstens mal möchte ich mich da hier bedanken, dass Kommentare von gewissen Abonnenten immer so viele Likes bekommen, Support bekommen, weil sie mich supporten. Also das ist immer so krank. Abonnenten unter sich unterstützen sich, weil sie halt mich unterstützen. Also das ist echt, da ist sehr viel Liebe darin. Und dann gibt es halt solche Menschen, die drohen. Die Drohungen waren eigentlich immer dieselben. Zum Beispiel, die kommen zu meiner privaten Adresse und werden mich und meine Familie eliminieren. Oder sie wollen mir die Fresse einschlagen und so weiter. Angezeigt habe ich das bereits online. Genau dasselbe bekomme auch ich. Und diese Menschen fangen jetzt an, meine Abonnenten zu drohen. Sie fangen an, diese Menschen zu drohen, weshalb ich meine Videos drehe und auch weiterhin aktiv bin. Die wollen mich so gut es geht auseinandernehmen und fangen an, meine Abonnenten, die Stärksten der Stärksten, auseinanderzunehmen. Und deshalb kurz jetzt nebenbei, danke an jeden Abonnenten, danke an jeden, der mich unterstützt und diesen Kanal Support gibt. Und danke an dich, mein lieber Freund, dass du standhaft geblieben bist. Aber das bringt nicht viel, da es meist anonyme Clan. Auch heute, ganz frisch, wurde bei dir im Chat einem anderen Abonnenten mit Schläge gedroht. Ich habe gefragt, ob das schon mal vorkam und er meinte ja, wird dann schnell wieder gelöscht. Angst habe ich keine, aber es geht zu weit. Ich habe das noch nie in meinem Leben gehört und gesehen, dass Abonnenten von einem gewissen YouTuber bedroht werden. Also es werden mittlerweile Abonnenten bedroht, weil sie den YouTuber unterstützen und Support geben. Ich habe letztens sogar in einem Video gesehen, dass ein Abonnent mir 2 Euro geschickt hat in den Kommentaren.
Es gibt nämlich diese Funktion Super Thanks, man kann hier Geld schicken. Also wie viel Liebe ist das? Und natürlich gibt es dann solche Menschen, die dann die Abonnenten drohen mit Schlägen, dass ich die Familie eliminiere. Und dann gibt es auch leider sehr viele Abonnenten, die dann Angst bekommen und sich dann vielleicht denken, okay, wir hören auf, GeogTV zu supporten, zu unterstützen oder hier öffentlich einen Kommentar abzulegen, weil sonst werden die mich wirklich bedrohen. Und das ist sehr schade. Dann schaffen sie es leider, dass mein Support immer weniger wird und die Abonnenten werden immer mehr und mehr Angst bekommen, weil welcher Mensch möchte gerne bedroht werden, weil er einen anderen supportet? Die wenigen halten ihre Hand ins Feuer und sagen, wir machen weiter. Trotz allem werde ich weiterhin meine Videos drehen und habe deshalb dieses Format ins Leben gerufen, damit ich allen da draußen zeige, was gerade so privat passiert oder allgemein. Viele wissen nicht, was gerade so bei GeogTV passiert. Da geht es um mich, da geht es um meine Abonnenten und da geht es eigentlich schlicht ergreifend um das, was passiert. Und deshalb weiß ich ganz genau, diese schadenfrohen Menschen, die gerne GeogTV am Boden sehen wollen, die ihm diesen Erfolg nicht gönnen, die freuen sich auf dieses Format, weil sie genau alles erfahren. Sie wissen, da wird er bedroht, da wird er auseinandergenommen, da bekommt er dies, das, haha. Die sehen halt, dass nicht alles rund läuft, aber wir ziehen weiterhin durch. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Die zweite Abonnentin, Kuss geht raus. Danke dafür, dass du dich bereitgestellt hast, mir eine Aufnahme zu senden, um mir das zu erzählen. Ich habe sie natürlich gefragt, ich darf die Aufnahme benutzen, muss sie aber jedoch zensieren zum Schutz für sie und das respektiere ich auch, aber wichtig ist, was sie sagt und was auch hier ja wieder mal preisgegeben wird. Bitteschön. Ja, hallo, also ich bin auch eine Abonnentin von GeogTV und er macht wirklich super authentische, super ehrliche Videos. Er spricht immer mit Fakten und dennoch ist es so, dass wenn man seine Videos schaut, dass man bedroht wird von Leuten, die einfach diese Fakten nicht abkönnen. Und ja, ist wirklich traurig. Kurz und knapp werden meine Abonnenten bedroht. Firmen wollen nicht mit mir kooperieren, weil sie sagen, dein Content ist nicht gut, nee, wir sehen nicht bei dir Potenzial, du bist kein guter YouTuber. In diesem Moment denke ich mir, Freunde, ich werde euch zeigen, wie groß und heftig ich werde, weil ich habe eine Community, die unterschätzt wird. Die Leute unterschätzen meine Community und meine Zuschauer und meine Abonnenten, die denken, ich bin irgendjemand, der kurz mal seinen Hype hat oder seine Aufrufe oder seine Abonnenten und dann bin ich ein Niemand. Aber das wird nicht der Fall sein, weil ich merke, dass die Leute mich mittlerweile supporten, weil ich hier vor der Kamera bin und wegen meiner Art und Weise und nicht, weil es um einen Arafat, Flair, Sinan, Ruse oder Sonstiges geht. Zweitens, Freunde, die andere Partei, die ich gerade erwähnt habe, versucht mit allen Mitteln meinen Kanal zu eliminieren. Die versuchen mit allen Mitteln mich aus der Bildfläche zu verschwinden. Deshalb wundert euch nicht, wenn ich irgendwann mal weg bin. Ja, ich kann nichts machen. Die sind viel mächtiger und sehen, dass ich nicht aufhöre. Und sie sehen auch, wie viel Support ihr mir gibt und wie viel Unterstützung ihr mir gibt. Also kann ich nichts machen, Freunde. Das Ganze wird immer ekelhafter, viel schmutziger. Aber dafür ist dieses Format erschaffen, Digga. Ich will gerne mit euch reden und meine Seele hier freien Lauf setzen. Weil ich kann mit meiner Familie reden, ich kann mit dem und dem reden. Aber ich glaube, mit meiner Community ist es am besten zu reden. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Deshalb, Freunde, respektiert dieses Format, die Goofies. Da geht es, wie gesagt, um mich. Da geht es um das, was gerade alles passiert. Nicht um Releaked. Da geht es ja um die ganzen anderen und da beefen wir uns gegenseitig. Aber bei Goofies, da geht es um mich, Digga. Ich glaube, ich habe das deutlich genug gesagt. Das war's. Ich hoffe, dieses Format kommt gut an. Ich hoffe, ihr steht hinter meinem Rücken und gebt diesem Format auch die Aufmerksamkeit, die es verdient. Ich hoffe, dass jeder Abonnent, der jetzt auch unter diesem Video bedroht wird, bitte mach weiter, zieh durch und lass dich von diesen dreckigen Menschen nicht stoppen, Mann. Wir sind stark. Ich wurde selber mehrfach bedroht. Ich habe Millionen Nachrichten, die ich in Zukunft noch zeigen werde, von verschiedenen Personen. Und ich mache trotzdem weiter. Deshalb zieht durch, Freunde. Support, Support, Support. Und ich verspreche euch, ich werde weiter Gas geben, solange ich noch die Kraft habe. In dem Sinne, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und bis zur nächsten Folge. Die Goofies. Peace.